So ein geiler Geburtstag, ne? Das habe ich ja schon vorher angekündigt, dass es geil wird. Haben alle Jungs auch noch angekündigt, weil alle waren so gehypt darauf. Wir wollten das unbedingt. Wir wollten unbedingt zu diesem Geburtstag. Wir wollten alle gemeinsam mal wieder feiern. Es war genau das, was wir uns vorgestellt haben. Und sogar noch krasser. Dann ist da sogar noch eine Sache passiert. Das hat mich mega, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, was bei der abgegangen ist. Ihr müsst wissen, ich war einmal ganz kurz draußen und dann waren da so zwei Mädels, die, ich weiß nicht, wenn ich mal jetzt schätzen müsste, 2021 oder so, haben halt ein Video aufgenommen, wo sie getanzt haben. Höchstwahrscheinlich war das ein TikTok-Video. Haben es aufgenommen, haben getanzt und so. Und ich habe nicht gesehen, dass die was aufgenommen haben. Ich bin an denen vorbeigegangen und habe in die Kamera reingeguckt, so als ich dann vorbeigegangen bin. Und ich habe das nicht gecheckt dann später. Als sie mit dem Video fertig waren, bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt so, ey Mädels, sorry, ich bin im Hintergrund an euch vorbeigelaufen, habe aus Versehen in die Kamera, also habe in die Kamera geguckt, habe ein bisschen das Video zerstört. Also so, wenn, dann müsstest du es nochmal aufnehmen. So, wenn du es, also wenn. Du meinst, oh ja, schade, nehme ich nochmal auf. Kein Problem. Ich sag so, warum nimmst du es überhaupt mit deiner Vorderkamera auf? Mit der Vorderkamera nimmst du einfach mit der Hinterkamera auf. Hat eine viel bessere Qualität. Und dann meinte sie so ein bisschen voll abgewiesen, meinte sie dann so, ja, ich weiß, was ich mache und so. War dann einfach nur so, okay. Wollte einfach nur einen Tipp geben, so, mach, ist mir egal dann. Würde ja nicht schaden, wenn man einen Tipp gibt. Und dann war ihre Freundin, die daneben war, komplett mit 150% Begeisterung, sagt sie dann zu mir, weißt du nicht, wer das ist? Die ist voll Fame und so. Und ich kannte sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Und dann habe ich sie so angeguckt, dachte ich mir, irgendein Mädel, irgendeine Blonde. Dachte ich mir so, nö, keine Ahnung, wer das ist. Und dann ist sie komplett abgegangen, sagt so, ey, die hat, ich weiß nicht, was hat, was, ich weiß nicht, was sie gelabert hat, 50.000, 60.000 Follower oder so. 50.000, 60.000 Follower auf TikTok. Die ist richtig Fame und alles. Und ich bin dann so, okay, weil mich juckt das ehrlich nicht. Es kann eine Person vor mir stehen, die 5 Abonnenten hat. Es kann auch eine Person stehen, die kein Abonnenten hat. Es kann mir auch eine Person stehen, die 5 Millionen Abonnenten hat. Ist mir scheißegal. Ich rede mit der einen Person. So, für mich ist es immer noch eine Person. Und dann, ja, wie gesagt, ging sie halt voll ab. Sagt sie, ja, 50.000 auf TikTok und so. Die ist echt heftig und so. Ich, ey, so, nimm mir das nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Wirklich. Ich weiß nicht. Die klebte richtig an ihrem Arsch dran, die Freundin. Und dann meinte sie so, ja, red nicht mit ihr und so. Und ich war dann einfach nur so, ich habe einfach nur gelacht. Ich dachte mir so, okay, lass mal einfach. So, hat nichts gebracht. Ich wollte nur einmal ganz kurz einen Tipp geben. Habe ich es aber gelassen. Bin ich aber weitergegangen und dann war halt der Kollege neben mir, guter Freund neben mir und meinte dann so, ey, hast du alles richtig gemacht? So, geh einfach weiter. Sie redet für ihre Freundin wie cringe, ja. Hätte erstmal mein eigenes TikTok-Konto gezeigt an deiner Stelle, wäre safe und richtig lustig. Unangenehme Situation. Ja, nee, mach ich nicht. Ich mach das nicht. Ich zeig jetzt nicht aus Prinzip, nur weil sie jetzt gesagt hat, was sie hat, zeige ich jetzt nicht aus Prinzip mein Konto. Das ist so unnötig. Ich habe einfach nur okay gesagt und bin dann einfach weggegangen. Hat gereicht. Jetzt ist deine Follower auf TikTok zeigen sollen. Nein. Aber da kam auch komischerweise auch so genau an der gleichen Stelle, ich glaube eine Minute später, kam dann auch einer. Hat nach einem Foto gefragt. Mega korrekter Typ. Hab auch so kurz ein, zwei Minuten mit ihm geschnackt. Mega, mega korrekter Typ gewesen. Also auch da, wenn sie es gesehen hätte, so schön für sie. Also ich würde das nie zeigen. Ich würde es einfach nicht zeigen. Weil, ich weiß nicht, so, ich bin irgendwie nicht so. Bei mir ist so, wenn die so aus Prinzip dann irgendwas die ganze Zeit sagen will, dann bin ich einfach so ein Mensch. Ich sag, okay, geh einfach weiter. Gut ist. Zusammengefasst war das ein richtig, richtig geiler Abend. Deswegen ist mein Schlafrhythmus auch ein bisschen so durcheinander. Ich habe kaum geschlafen. Ich war, glaube ich, erst um 5 zu Hause und dann habe ich nur ein paar Stunden gepennt, weil ich nicht schlafen konnte. Es ist halt so, wenn da halt die ganze Zeit so Musik läuft, so laute Musik, dann hast du es immer noch in den Ohren. Du kannst einfach nicht pennen in Ruhe. Ja, habe dann einfach nur so ein paar Stunden gepennt. Dann mittags nochmal gestern, kurz für 20, 30 Minuten und dann jetzt nochmal bis 12. Also ab morgen ist wieder der Schlafrhythmus normal drin. Er ist dann wieder im Sack und ja.